Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute nochmal ein Tag-Video für euch. Und wie ihr der Überschrift an der Überschrift erkennen könnt, geht es sich um das Thema Essen. Ich habe diesen Tag vor, ich weiß nicht, 2 oder 3 Tagen bei der lieben Cameron XOXO gesehen. Und es hat bei mir sofort Klick gemacht. Ich musste gar nicht weiter durch diese Fragen lesen, sondern beim Thema Essen war ich sofort dabei und dachte, Silvi, das wird der nächste Tag. Und den mache ich heute für euch, denn Essen und ich, wir sind so, auf jeden Fall, leider, ab und an. Klar, man kämpft deswegen auch hier immer wieder mit seinem Gewicht, aber ich liebe es zu essen und ich liebe über das Thema Essen auch zu sprechen. Und deswegen, weil ich glaube, es sind um die 20 Fragen, ich werde gar nicht viel bla und blub vorher schon verzählen, sondern wir fangen direkt an, damit dieses Video keine halbe Stunde lang wird. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Esstag. Bei Eissorte nehme ich mal an, dass es wirklich nur um eine bestimmte Kugel geht, für die man dann anstehen würde, kein kompletter Becher. Ich würde jetzt sagen, einfach mal meine Lieblingseissorte ist an sich Kokos. Für Kokos würde ich sehr, sehr lange in einer Schlange stehen. Da es sich hier um das Thema Stimmung geht, wird es, glaube ich, bei mir das altbekannte Gläschen Champagner oder Sekt sein, denn je nachdem, wie voll oder leer euer Magen ist, gibt es, glaube ich, nichts Schnelleres, um die Party zu starten, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn ich selber einlade und Gäste da habe, ist für mich der absolute Starter eine gute Maracuja-Schorle, sprich Maracuja-Saft mit Schorle. Dann zermatscht ihr da drin noch ein bisschen Minze und packt obendrauf einen guten Schuss Batida de Coco und ein bisschen Crushed Eis rein. Leute, es gibt nichts Besseres. Ach genau, und was ihr auch mit reinpacken müsst, zu der Minze sind auch ein paar Limetten. Aber die Kombination ist unschlagbar, um eine Party steigen zu lassen. Gerade bei den Mädels ist dieses Getränk super beliebt, schmeckt super gut und ich kann es nur empfehlen als jeden Partystarter. Leider Gottes tue ich mich so bei den meisten Gerichten, die lecker sind, wirklich schwer aufzuhören zu essen. Ich esse auch gerne mal so ein bisschen über meinen Hunger hinaus, weil einfach der Appetit oder der Geschmack so gut ist. Aber ich kann mich jetzt da gar nicht auf ein Gericht festlegen. Aber ich würde sagen, alles, was mit Pasta zu tun hat, sei es jetzt ein leckeres Pasta-Gericht oder eine gute Lasagne oder so, kann ich nicht aufhören. Da überfresse ich mich immer dran. Wirklich immer. Anhand meiner Instagram-Bilder würdet ihr jetzt wahrscheinlich denken, Beeren aller Art. Das ist auch so, ich liebe auch wirklich Beeren aller Art. Aber was mich richtig ausrasten lässt, sind kernlose Trauben, die kalt aus dem Kühlschrank sind. Da könnte ich ausrasten. Das schmeckt so lecker. Und jetzt im Moment haben wir gerade diese dunklen kernlosen Saison, die man jetzt auch im Moment im Aldi kriegt. Und die sind so lecker. Ich versuche wegen dem starken oder großen Zuckergehalt der Trauben, mich da immer zu bremsen. Aber das ist etwas, das ist sofort leer, wenn ich es sehe, in der Regel, weil ich einfach nicht aufhören kann. Ich habe in letzter Zeit auch aufgrund meiner Detox-Phase wirklich sehr, sehr viel Gemüse gegessen. Und es gibt einiges an Gemüse, wo ich jetzt sagen würde, kann ich so nicht drauf verzichten. Aber mein absolutes Must-Have-Gemüse ist schon jetzt seit einigen Monaten die liebe Avocado geworden. Die ist so lecker und bei mir wirklich gar nicht mehr aus der Küche wegzudenken. Oh, immer gerne und viel Tagliatelle. Ich liebe Tagliatelle-Pasta so sehr mit Pesto und ja, eigentlich mit allem Tagliatelle. Ist nicht jedermanns Sache, aber für mich persönlich meine absolute Lieblingspastasorte. Ich glaube, aufgrund meiner leichten Affinität zur Pasta wird es der Italiener sein. Generell besuche ich aber auch herkunftsbedingt auch super gerne einen Kroaten und fange dann dementsprechend mit einem Prosciutto, in einem trockenen Prosciutto-Schinken an, mit Brot und so weiter. Das sind so meine Favorites in Sachen Restaurantbesuche, aber ich glaube, der Italiener liegt pastabedingt noch ja, auf Platz 1. Ich trinke eigentlich hauptsächlich stilles Wasser, da ich durch das Blubberwasser auch generell einen Blubberbauch kriege. Und ich kriege von Mineralwasser auch einfach nicht so viel runter. Und dadurch, dass ich ja wirklich versuche, 2 bis 3 Liter am Tag zu trinken, muss das bei mir stilles Wasser sein. Ansonsten geht's einfach nicht.
Ich bin ein totaler Latte Macchiato und Milchkaffee-Fan, auch wenn danach mein Magen hin und wieder so ein bisschen rumort. Übrigens kann ich euch dann noch den Tipp des Tages sagen. Ich weiß nicht, ob es die totale Neuheit ist. Für mich ist es eine Neuheit, denn ich habe eine Senseo-Maschine und ich würde so gerne ab und an mal Latte Macchiato trinken. Und natürlich gab es in der Vergangenheit diese etwas dickeren Pads, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wo Latte Macchiato draufsteht und dann lasst ihr da Wasser drüber laufen und dann habt ihr im Endeffekt so eine Latte Macchiato-Mischung, wo ungefähr so viel im Becher ist und es schmeckt irgendwie nach Latte Macchiato, aber eigentlich auch nicht viel mehr. Und mein Freund hat letztens mir so eine Packung von Jacobs mitgebracht, wo ihr für eure Senseo-Maschine ohne extra Milchadapter, wie auch immer, euch Latte Macchiato machen könnt. Und es ist so gut, denn ihr habt so extra Päckchen für Milchpulver, mit dem ihr dann wirklich die Milch vorher macht und im Endeffekt lasst ihr danach den Espresso reinlaufen und es ist für eine Senseo-Maschine echt eine super Sache und ich habe es schon an Gästen getestet und auch an mir selbst und ihr könnt euch wirklich ein XXL Cup Latte Macchiato machen. Es kostet ein bisschen mehr, aber ich finde es eine super Sache, wenn man Gäste kriegt und wirklich nur eine Senseo hat, kann man da doch schon so einen kleinen attraktiven Latte Macchiato anbieten. Das finde ich echt eine super Sache. Ich trinke eigentlich am liebsten Minztees. Gerne auch selbst gemacht mit frischer Minze und heißem Wasser aufgebrüht. Finde ich das eine super Sache. Ebenfalls bin ich aber auch mittlerweile ein großer Fan von der britischen Art, Tee zu trinken. Einfach schwarzen Tee mit einem Schuss Milch finde ich auch eine super leckere Sache. Aber ich würde jetzt behaupten, auf Platz 1 ist es der frisch gemachte Minztee. Ich habe eigentlich keine richtigen Essgewohnheiten, würde ich jetzt mal behaupten. Also nichts, was mir jetzt wirklich einfallen würde. Ich mag es gerne ein bisschen würziger als andere. Also mein Freund sagt oft, es ist ein bisschen salziger. Ich würde es sehr gerne. Eine schlechte Essgewohnheit bei mir ist, wenn ich morgens Brötchen frühstücke, lasse ich immer, immer ein Stück vom Brötchen übrig. Und wenn ich dann das nächste nehme oder das nächste noch da habe, lasse ich von der ersten Hälfte immer ein Stück übrig, der dann wegkommt. Frag mich nicht. Da ist dann irgendwie keine Butter mehr drauf oder kein Käse mehr, sondern noch das trockene Brot und das lasse ich auf dem Teller liegen. Das ist irgendwie so eine ganz komische Essgewohnheit von mir. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts, wo ich jetzt wirklich sage, das ist jetzt meine absolute Essgewohnheit. Nö. Kommt ein bisschen darauf an, ob ich mir morgens mein typisches Porridge mache. In dem Moment ist es eigentlich ein süßes Frühstück mit Früchten und so weiter. Aber generell, wenn wir jetzt von ganz normal Brötchen ausgehen oder Brot, bin ich der Herzhaftesser. Also ich esse schon gerne morgens ein frisches Körnerbrötchen mit Käse und ein bisschen Gurken oder Tomaten, Salz, Pfeffer drauf. Finde ich eine super tolle Sache. Also ich würde jetzt eigentlich eher auf herzhaft gehen. Durch meine Ernährungsumstellung gibt es eigentlich gar nicht mehr so das große obligatorische Essen am Abend. Ich esse in der Regel immer mittags. Wenn es denn aber so war, dass ich jetzt wirklich abends mit meinem Freund nach der Arbeit noch was gegessen habe, habe ich wirklich darauf geachtet, dass es nicht später als 6:30 wird. Und es war bei mir absolut Gemüse auf dem Tisch, Lachs oder Salat. Viel mehr war es auch gar nicht oder es gab nicht viele Varianten an Abendessen bei mir, aber in der Regel war es immer Gemüse oder Salat am Abend. Meine absolute Lieblingspizza auch beim Lieferservice oder im Restaurant ist auf jeden Fall die Pizza mit Parmaschinken, Rucola und Parmesan. Amen. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Große Liebe. Also wenn Fast Food, dann bin ich absolut Team McDonald's, definitiv. Und wenn ich bei McDonald's bestelle, dann schon lange her, dann war es entweder ein McChicken-Menü oder ein Royal TS-Menü. Scheiße, jetzt habe ich Bock drauf. Habe ich länger nicht mehr gegessen. Jetzt habe ich drüber nachgedacht und Lust drauf. Super. So richtig auf Süßes abgehen tue ich auch erst seit ein paar Jahren. Ich war eigentlich immer so eher das Chips- und Herzhaft-Kind. Eigentlich würde ich jetzt sagen, Number One ist bei mir Raffaello, wobei Raffaello ja keine Schokolade ist. Das heißt, ich muss eine Alternative finden. Schokolade. Ich könnte mich in Toffifee reinlegen. Es zählt jetzt einfach mal zur Schokolade, weil es dickes Schokoladentopping hat. Dann könnte ich auch die komplette Packung so wegessen. Ich liebe, liebe, liebe Toffifee. Jetzt aber.
Es sind Raffaello. Ich liebe, 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 liebe Raffaello und ich bin käuflich mit Raffaello. Kann ich nicht aufhören, kann ich nicht die Finger von lassen. Ich habe sie immer im Kühlschrank und liebe es, wenn Raffaello kalt ist. Und außerdem noch zum Thema Süßessig oder kann ich nicht aufhören zu essen, diese Gummischnuller. Die haben jetzt nicht diese Gelatine drin, sondern sind halt recht fest und absolute Blombenzieher. Und ja, die liebe ich auch total. Oh mein Gott, ich liebe, 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 liebe Pommes frites. Ich könnte Pommes frites frühstücken, ich könnte sie mitten in der Nacht essen, ich könnte sie immer essen. Ich tue es nur so selten aus gutem Grund, weil ich ganz genau weiß, ich bin dann so angefixt und wäre ein dickes, rundes Kind. Deswegen mache ich es wirklich nur im äußersten Notfall, wenn ich es gar nicht mehr aushalte. Aber Lieblingspommes sind bei mir definitiv die belgischen oder niederländischen Pommes frites, die gut gewürzt, etwas dicker sind in dieser Papiertüte und darauf eine gute Portion Yuppie-Soße und ich bin im Himmel. Voll. Du könntest für mich dich 4 Stunden an den Herd stellen und voll das geile Essen kochen. Wenn ich Pommes mit Yuppie-Soße haben kann, ist der Rest bei mir vergessen. Da geht irgendwie echt nichts drüber und ja, leider. Ich liebe Pommes über alles. Wo wir schon beim Thema sind, ich liebe so fertig gemixte Gewürze, wie zum Beispiel ein gutes Pommesgewürzsalz oder ein gutes Hähnchengewürzsalz. Auf die möchte ich im Haushalt gar nicht mehr verzichten. Was ich nicht so gerne mag, ist, ich glaube, Thymian hat es mir jetzt nicht so angetan. Ja, also es gibt eigentlich wenig Gewürze, die ich jetzt so gar nicht mag. Aber ich glaube, Thymian ist nicht so meins in Massen. Ja. Ihr Lieben, das waren sie, die Fragen zum Essenstag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen gehabt. Ich habe auf jeden Fall hier und da echte Appetitsschübe gehabt und werde jetzt definitiv in die Küche wandern, um mir ein bisschen was zu essen zu zaubern. Ich möchte auf jeden Fall noch 2 Mädels taggen und bin super gespannt auf eure Antworten. Und zwar die liebe Tanja von Tanjas Lifestyle and Beauty. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt. Und die liebe Gözde von dem Kanal Gözde Dudan. 2 zuckersüße Puppen hier auf YouTube müsst ihr euch unbedingt ansehen. Ich werde euch auf jeden Fall die Links unten in die Infobox schreiben. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von euch. Darum, weil ich durch das Blubberwasser auch dementsprechend einen Blubberblauch Bauch. Und wenn man in die Küche hüpfen, in die Küche, Interesse habt an meinem Essenshack, bleibt drin. Sein, weil es gibt nichts anderes, was so schnell ja, durch seine Blubbelbläschen Richtung Hirn was.